Das sind ganz normale Stiefel, aber die werden immer nur zur Behälterreinigung genommen. Oder wenn man mal in so einen Behälter rein will, und die müssen vorher desinfiziert werden, bevor man reingeht. Zwei Sachen. Also der Behälter wird heute gereinigt, deshalb wurde er abgelassen. Und das andere ist, man guckt bei der Sache auch danach, ob irgendwelche Schäden sind. Hier schon, weshalb der Behälter sauber gemacht werden muss. Innerhalb eines Jahres sammelt sich doch ein bisschen Eisen hier unten an, Eisenoxid. Das lagert sich unten auf der Sohle ab und das muss dann halt regelmäßig entfernt werden, damit das nicht ins Trinkwasser gelangt. Das bleibt hier im Behälter liegen im Normalfall und wird dann halt regelmäßig entfernt. Wir haben jetzt die Rohrleitung im Behälter mit Wasser aus der anderen Wasserkammer gereinigt. Das heißt, er nimmt jetzt Wasser und spritzt im Prinzip diesen Schmutz, der sich hier, dieses Eisen, was sich abgelagert hat,